Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play von Path of Exile. Jo, ich bin mit einem neuen Charakter da. Wir werden ihn zum Inquisitor machen, das ist ein Templar und er greift mit Static Strike an. Später können wir dann auf Lightning Strike wechseln oder dann später auch auf Cyclone mit dem Mjölnir. Den habe ich leider noch nicht, aber ich habe zum Beispiel ja, Belly of the Beast und Agnerot Sauf. Und da können wir sicher noch etwas Anständiges machen. Dankeschön an die Gilde für ein bisschen Unterstützung. Also ich habe Belly of the Beast und Abyssus geholt, weil beide natürlich für diesen Beet super sind. Jo, es gibt natürlich noch bessere Rüstungen als Belly of the Beast, aber für den Anfang sehr viel Leben, sehr viel Armor ist natürlich schon wichtig. Die anderen Beets sind leider ein bisschen, ja, einfach wegen der Item-Situation ein bisschen schwer gewesen, weil sie keine Rüstung hatten. Und trotz, dass ich einen Berserker und einen Guardian hatte, war es mir einfach ein bisschen zu schwer, da jetzt richtig jo, zu machen. Ich mache jetzt hier mal noch kurz ein bisschen lauter. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo das geht. Einfach Lautstärke fixieren. Nein, nicht fixieren. Sondern erweiterte Audioeinstellungen und hier einfach höher machen. So, habe ich noch kurz vergessen. Ja. So, jetzt sollte eigentlich das alles stärker sein. Jo. Also es wird ein Inquisitor mit Static Strike, deshalb, weil man natürlich nicht unbedingt so viel schlagen muss, weil, ja, meine rechte Hand ist ein bisschen lädiert. Ich bin ein bisschen zu oft unterwegs gewesen auf dem Vita-Parcours, also einfach Fitness machen im Wald. Und es hat mir ein bisschen, ja, ich glaube, es eine Sehne ist wahrscheinlich ein bisschen gereizt. Oder Muskelfaserriss könnte es auch sein, aber ja, ich kenne ja eigentlich Muskelfaserriss und das ist es irgendwie nicht. Naja, keine Ahnung. Also, jo, rede ich mehr über den Beet. Also, er wird mit Stäben angreifen, deshalb habe ich schon einen Stab ausgerüstet. Den habe ich gefunden mit meinem Obsolation Guardian. Der andere Beet, den ich noch gemacht habe, bevor ich den neuen PC hatte. Und ja, es war eben einfach das Riesenproblem, dass ich wirklich null Rüstung hatte. Die Gegner hier in diesen Scourge-Gebieten, die haben sehr, sehr viel starke Angriffe mit Physical Angriff, also wo Armor schützt, oder? Und die haben mich dann gewonnen in Akt 5 und ja, ich konnte einfach keine wechseln. Deshalb musste ich zwingendermaßen halt nochmals ein andere Bild wählen. Jo, und der läuft wirklich super. Ich meine einfach, andere Builds sind nicht automatisch und die machen viel weniger Schaden. Also, jetzt momentan ist er natürlich noch relativ schwach, weil vor allem die Dauer sehr kurz ist. Aber je höher Static Strike levelt, glaube ich, und je höher einfach auch die Dauer ist mit dem Increased Duration. Das erhöht Zeit, oder wie man sagt, auf Deutsch, ist es natürlich schon noch ein bisschen kurz, also eben ohne. Aber der kommt leider erst Akt 4, glaube ich, dann. Ja. Leider. Und auch, ja, da unten erreichen wir es leider auch nicht. Geskillt habe ich schon mal so. Einfach alles Damage Notes und Life Notch Notes mitgenommen und vor allem Armor per Block. Und jetzt müssen wir eigentlich sofort hier rüber, hier runter. Ich hätte ja Mana Regeneration noch mitnehmen wollen. Oder so Chaosresistenz hätte ich noch mitgenommen. Ich muss es wagen, jetzt hier runter zu gehen. Sonst respecke ich den Punkt hier noch. Weil jetzt zuerst brauche ich wirklich auch Dauer. Sonst zu schwer,
die ganze Zeit zu schlagen. So langsam. Wir haben wirklich keinen Odds beim Stab mit Geschwindigkeit. Ich finde das so frech. So ist ein Nahkampfstab nicht schneller. Also, ihr seht es vielleicht, der greift wirklich sehr langsam an noch. Kann ich leider nichts machen. Also eventuell werden wir doch auch noch mal einmal sterben oder so. Ja, mit dem Beet bin ich aber noch nie gestorben. Ja. Werden wir dann sehen. Also ich kann ja mal nachschauen. Ja. Null Dorf Devs. Das sehen wir noch. Hardcore. Ich spiele halt gerne Hardcore im Singleplayer. Also im Softcore. Und wenn ich sterbe, dann ja, ist es für mich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich tue es so lange wie möglich herauszögern. Wird wahrscheinlich dann in Delph oder so passieren wegen der Dunkelheit. Irgendwann mal werde ich einen Fehler machen. Aber gut, das ist eher liegt ja daran, dass ich jetzt so multitaskingfähig bin und ja, hochbegabt, kann schon mal ein Fehler passieren. Bin auch einer, der über Face sich überhaupt nicht aufregt. Die Leute einfach sagen lassen, die halt sagen, du hast einen Fail gemacht und so. Mich auslachen, das ist schon lange nicht mehr etwas für mich. Jo, und ich dachte mir eben, ich kann ja jetzt eben bessere Spiele und neuere Spiele livestreamen und let's playen. Dass ich einfach jetzt mal Forza Horizon 5 livestreame. Und danach noch, wie heißt das Spiel? Last... ja, das MMO Begeda, irgendwas mit Last. Jo. Muss kurz schauen. Ich habe einen zweiten Bildschirm. Einfach kurz schauen. Ich habe mich erst jetzt leider registriert, also ich sollte schon bald drankommen. Amazon Prime, Amazon Lost Ark. Okay, Lost Ark heißt das MMORPG, das wie Path of Exile ist. Gut, jo, jetzt haben wir hier die zwei abgeholt, die Punkte. Jetzt suchen wir noch den Eingang, der war irgendwo hier oben. Ich habe ihn leider nicht mitgenommen, aber ich sah ihn irgendwo. Genau. Okay, das Event nochmal machen. Ist mega stark, also die Gelben sind sofort tot eigentlich. Die Bosse nicht ganz. Aber die wurden auch gebufft vom Leben her. So, jetzt haben wir irgendwo Items. Ah, das ist ein Scroll. Ist eine schlechte Farbe, finde ich. Ich meine immer, das ist ein Unique oder so. Naja, die machen ja auch Zischgeräusche. So. Jo, heute war leider ein anstrengender Tag, kann ich wahrscheinlich nicht livestreamen. Ich bin jetzt sowieso wieder ein bisschen mehr auf YouTube. Gerne Videos machen und so. Jetzt dann kommt bald, also es wurde schon abgeschickt, mein Mikrofon, und dann habt ihr natürlich auch gute Sprachqualität bei mir. Ist halt leider ein bisschen doof gegangen mit diesem schlechten Headset von Logitech. G935 ist wirklich der größte Schrott. Ich meine, es ist schon gut, aber es zerbricht schnell. Eben, es ist Schrott. Jetzt hätte ich schnell zerbrechen, das ist natürlich nicht gut. Ja, aber so, also Logitech ist halt wirklich so eine Art Betrüger, indem es einfach Produkte macht, die schnell kaputt gehen. Die haben einfach keine Langzeitqualität. Geht einfach kaputt, zersetzt sich, wirklich. Für was braucht man Leder, wenn es sich zersetzt? Das ist keine gute qualitatives Leder, das ist Schrott. Naja, jetzt piekt es mir halt immer in den Ohren und ja, ich habe ja sowieso momentan ja Magen-Darm-Probleme. Ich kann nicht mehr dunkel kacken. Mein Eindarm ist ganz, ganz hell. Das liegt wahrscheinlich an einem Gallenstein. Und ja, ich kann ja einfach nichts machen dagegen.
Es hilft mir auch niemand. Beziehungsweise es kann auch niemand helfen. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Naja, deshalb mache ich einfach so wie es geht, so viel, aber in Ermäßung. So. Das ist es, Sprite. Ah, bitter. Red ist, ist ja Akt 3, deshalb war ich so ein bisschen überrascht. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Kann das sein? Ja. Okay, das ist nicht so gut. Die machen später zu viel Schaden, diese Corps. Das ist immer noch sehr OP. Corps Explosion. Okay, schon wieder. Diesen blöden Zauberstab. Den habe ich schon mal. Und ja, ist gar nicht so stark, wie er aussieht auf dem Papier. Das ist beim Anschauen. So. Das sind die nervigsten Gegner, weil sie einfach so ganz der Chaos-Schaden machen. Und so gut treffen. Lieber noch ein bisschen abhauen. Also nicht besiegen. So. Jo, jetzt haben wir hier FNL Jauf. Also weniger Life Recognition Rate ist eigentlich gut, aber wir haben kein Energy Shield, also wir werden wahrscheinlich kaum Energy Shield haben. Das bringt uns FNL Jauf nichts. Oder wie man dem sagt, auf Englisch. So. Leider die ganze Zeit voll. Da sie eben schwer werden, jetzt ab jetzt ungefähr. Und gar nichts bringen bis zu den Maps, mache ich die jetzt nicht mehr. Also es lohnt sich wirklich erst ab den Maps. Die zu machen in dieser Liga. Es ist eben sehr schlecht balanciert. Also viele können halt euch one-hitten. Da müsst ihr halt einfach ausweichen oder ihr stirbt. Deshalb sind halt Bogencharakter, also ja. Wie das Case heißen. Tornado Shot ist einen, unter anderem ist ja diesen Giftangriff Toxic Arrow oder so. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe ihn kaum benutzt. Er ist eben für mich zu OP. Ja, okay, Static Strike könnte auch ein bisschen OP sein. Aber ich meine, das ist Nahkampf und das ist jetzt nicht so extrem stark, dass die Gegner wirklich überall sterben. Und deshalb ist es eigentlich nicht so OP. Hey, geht's noch mit dem Tempel? Da runter wieder. Oh. Rauf, runter, rauf, runter. Das ist der Tempel des Wals. Rauf, runter, rauf, runter. Ja, das ist ein bisschen am schlimmsten, was einem Let's Player sein passieren könnte, wenn man krank ist. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich Probleme hat mit dem Hals und mit dem Darm. Die Leute, die Zuschauer, wollen niemals jemanden krank sehen. Deshalb ist auf Twitch auch immer so, ja, von einem Blinden, von einem Schwulen, von einem Krebskranken, von einem Diabetiker, kann man alles einstellen. Ich will es nur nicht preisgeben, ich bin ja selber Diabetiker. Und ich möchte nicht allen zeigen, dass ich Diabetes habe. Ich finde, das ist dann wirklich... Auch die Gefahr, dass man dann auch wirklich nicht mehr ernst genommen wird und alles wirklich, dass alle ein bisschen zu eitel zu einem sind, oder dass wir eitel sind, wenn sie dann haben. Und das ist nichts. Also ich habe lieber wenig Erfolg bis gar keinen. Dafür wirklich tolle Zuschauer als Leute, die die ganze Zeit einem dann etwas vorwerfen oder so. Ist heute Tage in Mode, jedem einfach mal etwas in die Fresse hauen. Ja, gut haben die Leute dann Moderatoren. Ich habe halt jetzt noch nicht so aktive Moderatoren.
Also wenn ihr Moderator werden wollt, einfach zu, schreibt mich an. Zum Beispiel bei Discord. Unten ist ja der Discord-Link zu meinem Channel. Gut, und ja, das habe ich einfach Gefallen wieder bekommen an PvP und RVR. Eventuell werde ich wieder Champions of Regnum weiter streamen. Naja, nicht streamen, geht ja nicht. Wegen Stream Sniping. Ja, Let's Plays aufmachen und hatte einfach eher am frühen Morgen oder so die Aufnahmen machen, wenn kaum einer online ist. Bis ich dann wirklich auch sehr stark bin. Und dann habe ich alle am Arm dann natürlich kaputt. Oder wenn ihr einfach dabei seid oder so. Einfach alle dann halt kaputt haben. Ich habe ja kein Problem, wenn mich jemand mega mächtiges mit vielen oder so rumhaut. Aber andere haben es halt auch nicht immer so gerne. Werden wir dann sehen. Sonst bin ich halt einfach der Heerführer und kämpfe halt mit Freunden. Naja, also wenn ihr auch mitspielen wollt, Ra, Rot, Blaues Reich natürlich. Das Rote Reich habe ich ja früher gespielt immer. Und das Grüne Reich ist da das Mächtigste. Können wir nichts machen. Aber ja, das gibt's auf Steam und ist ja eigentlich, ja, außer der schlechten Engine und so eigentlich sehr gut. Bisschen Pay to Win, klar. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit mir spielt oder so, dann braucht ihr gar nicht kein Geld auszugeben. Ein Pferd könnt ihr mieten mit Geldmünzen. Und wenn ihr irgendwas anderes haben wollt, müsst ihr halt ein bisschen Geld ausgeben. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bär nehmen wollt oder einen Löwen, dann müsst ihr ein bisschen Geld ausgeben. Aber das ist alles freiwillig natürlich. Ja, es ist halt einfach ein bisschen langsamer als Pacifexer. Ist klar. Ist ja auch kein Action-Rollenspiel. Ja, es ist schon ein Action-Rollenspiel, aber kein Hack and Slay, genau. So. Sehr gut. Also das brauche ich eigentlich direkt. Dankeschön. Smite können wir raushauen. Brauche ich nicht mehr. Und hier machen wir einfach Wahl-Lightning Strike jetzt rein. Keine Ahnung, was ich sonst reinlegen soll. Also ich brauche noch keinen Sockel, deshalb skill ich das noch nicht. So, hier ist leider der falsche Weg. Ja, der Schaden ist völlig genug. Also für den Boss wird er wahrscheinlich noch ein bisschen zu schlecht sein. Aber da können wir auch noch mal ein bisschen anders helfen. Also vor allem die Minions, die machen schon recht viel Schaden, auch ohne Minion-Nots und so. Kann ich das nicht ein bisschen besser buffen? Ich brauche jetzt Lightning. Herald of Lightning nicht mehr. Ja, die haben den auch alleine zerstört. Herald of Thunder, Herald of Purity, umwandeln. Ich muss da kurz in die Stadt. Ey, Portal. Wieso lässt sich das Portal nicht gut auswählen? Es ist einfach zu fett. Also hier und so hat es gar kein Portal-Ding. So, ja, ich muss da ein bisschen umwandeln. Ich brauche Rot und Blau zusammen. Gut. Minion Damage ist irgendwo hier. Das Holy Relikt macht nicht so viel Schaden. Und jetzt haben wir noch die Items verkaufen. Okay, zu wenig Resistenzen. Schlecht. Würde ich noch nehmen für den Anfang. Und zwei über 10%, deshalb kommen die hier rein. So, und bei der 9, genau, habe ich die Rares. Jetzt können wir gleich noch den besiegen. Den Val-Ursol. Ja, und Nackt 3 werde ich dann natürlich auch eine
neue Aufnahme dann beginnen. Also scheinbar sind wir ein bisschen falsch hier. Genau. Das müssen wir aktivieren natürlich. Also die machen mehr Schaden als das Holy Relict. Okay, dann müssen wir halt einfach da drüber. Uff, wie groß das Gebiet überhaupt ist. Zim, 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 zip, zip, zip. Wie cool. Ja, Crit ist natürlich schon sehr wichtig als Stab. Also am Anfang ist Stab eigentlich am schwächsten, weil es so langsam ist. Und wenn man Crit dann hat, also wirklich genügend Crit-Chance. Ja, das war ein Crit. Also wenn es so richtig funkt zwischen den Lichtern, Lightnings und den Gegnern, macht's. Ja, genau, das Zisch und dann zerspringen. Das Zerspringen ist übrigens Freeze gewesen. Also wenn die gefriest sind und sterben, die Gegner, dann zersplittern sie. Ja, ich komme leider nicht durch. Ja, Nahkampf ist wirklich besonders, also kaum einer spielt noch Nahkampf außer Cyclone. Naja, das Balancing haben halt die Entwickler nicht drauf. Leider so langsam gar nicht mehr. Es liegt einfach daran, dass sie sich wirklich nicht bemühen, da irgendwie etwas mal zu balancieren, sondern einfach ein paar overpowered und ein bisschen nerven, aber dann gibt es immer einen anderen Beat, der natürlich noch besser ist und alles mögliche. Es funktioniert halt nicht so richtig, weil es zu viele Spells, also Fähigkeiten sind und die Gegner halt auch immer wieder irgendwelche anderen Vorteile haben. Es hat vieles auch nicht möglich, es richtig zu maximieren, Level 100 zu werden. Bin aber sowieso einer, der gerne auf Challenges spielt, also gerne Challenges hat und deshalb spiele ich einfach ja, Nahkampf. Ist ja nicht mal so richtig Nahkampf. Es ist Nahkampf mit einem Zusatz, der Fernkampf ist, also viel Fernkampf. Mit Chain, also ich gehe auf Chains, also auf Ketten, Verkettung. Das ist natürlich klar, dass ich da nicht mehr Nahkampf bin dann, aber ich muss immer in den Nahkampf gehen, den ersten Schlag machen. Und das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, als jetzt irgendwie Offscreen-Schüsse zu machen. Naja. Ich habe es so ausgewählt. Ich wollte es wirklich schwer haben. Jetzt mal einfach mal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Das ist meine Challenge dieser Liga. Mit diesem Bild jetzt wirklich weit zu kommen. Mit Absolution hat es halt einfach nicht geklappt, weil ich überhaupt keine Rüstung skillen konnte. Ich musste sofort zum, ich kann es dir gleich zeigen. Ich musste unbedingt zu diesem Not hier hochgehen. Lightning Damage with not critical strikes is lucky. Weil sonst macht Absolution viel zu wenig Schaden. Jo. Und die Minions sind halt viel zu langsam. Es sind drei Minions, die wirklich mega langsam angreifen. Absolution kostet noch viel zu viel Mana und selber ist Absolution auch wirklich langsam. Da müsste ich sehr viel Deck Speed noch skillen. Hm. Cast Speed, sorry. Ja, und Oversoul braucht immer noch Stunden, bis sie rauskommt. Okay, jetzt ist sie draußen. Es ist eine Seele, es ist eine Sie. Aber, also eine Überseele. Aber für mich ist der Roboter eigentlich. Boah, geil. Wie geil, ich schlage die ganze Zeit. Ich wusste das gar nicht. Ja, mit elektrischer Energie, das ist relativ neu, glaube ich. Der wurde gebufft. Für was ein Angriff mit 10 oder mehr Blitzschüsse. Und ja, jetzt ist es scheinbar so ein Aufladeangriff und das ist super. Ja, der Angriff ist nur ein bisschen langsam natürlich. So, jetzt müssen wir hier hin. Nein, okay, hier hoch.
Mist, doch ein bisschen weiter. Vielleicht hier runter dann scannen. Ja, gut. Aber genau hier brauche ich sowieso Mana and Guard Skill Cooldown für diesen Stee-Skin. Ja, muss ich sowieso noch scannen. Und scheinbar ist jetzt Blocken sowieso jetzt nicht mehr so. Ja. Extremst effizient, deshalb muss ich jetzt nicht unbedingt so mega viel blocken. Also ist gut, wenn ich 40 oder 50% Chance habe. 78, glaube ich, oder so ist möglich. Dann, also 75 ist möglich und mit Items und so, mit Bonis 78. Und ja, bringt es eigentlich nicht unbedingt so viel. Sonst gibt es ja noch diesen anderen. Glancing Blow, genau. Abpraller, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Der tut einem das natürlich auf 75 anmachen. Also mir gefällt der Build, der ist wirklich auch ziemlich schnell. Nur die Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich noch sehr langsam. Ja, und die Attack Speed auch. Jetzt habe ich doch irgendwie ein Unique bekommen, ja. Ein Dolch. Wood Knife. Okay. So, dann machen wir hier gleich Schluss. Wir gehen kurz raus, wieder rein und dann starten wir schon im Gebiet, im Lager. So. Jo. Oh, Schaden ist gut, aber alles andere ist schlecht. Ja, so Lightning Crate und so ist auch ziemlich gut, aber ich muss halt Stab benutzen. Dolch nutzt hat sie nicht in der Nähe. Mist. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, Abend oder so. Tschüss!